Tag und herzlich willkommen zu diesem Energietechnik-Let's Play. Wir wollen uns heute mit dem Powerflow-Tool der ENSOE, also dem Europäischen Verbund der Übertragungsnetzbetreiber, ansehen. Die ENSOE hat ein paar Simulationstools entwickelt, um das europäische Verbundnetz Interessierten spielerisch ein bisschen näher zu bringen. Es gibt drei unterschiedliche Szenarien, die man selber mal ausprobieren kann. Und in diesem ersten Let's Play wollen wir uns mal mit einem sehr stark vereinfachten europäischen Verbundnetz beschäftigen, nämlich dem Netz von Deutschland und den Niederlanden. Also starten wir mal mit diesem Szenario. Man sieht, es gibt drei verschiedene. The Typical Winter Morning, ein leichtes, sehr vereinfachtes Szenario. Und in weiteren Let's Plays werden wir uns dann die anderen beiden Szenarien angucken. The Challenging Afternoon, also ein etwas komplexeres Energiesystem, mittlerer Schwierigkeitsgrad und dann Fresh Evening, also ein sehr komplexes Netzsystem, mit dem man sich beschäftigen kann. Fangen wir an mit dem ersten, The Typical Winter Morning. Also, was ist die Situation? Wir übernehmen jetzt also die Rolle eines TSOs, also eines Übertragungsnetzbetreibers und haben die Verantwortung, das Netz stabil zu halten. Wir haben einen Montag, 8. Januar ist jetzt hier das Beispiel, 7:30 morgens, also die Industrie beginnt langsam mit der Produktion, der Strombedarf steigt und als erstes gucken wir uns mal die Situation an, die wir haben. Also so sieht unser Netz aus. Wir haben also die beiden Regionen Deutschland und die Niederlande. Wir haben hier in Norddeutschland einen Bereich, Region Hamburg mit Energieerzeugungsanlagen. Das sind die blau markierten Icons, also Windenergie. Man sieht immer angegeben, wie groß die aktuelle Leistung ist, also 18 Gigawatt und hier nochmal onshore 22 Gigawatt. Wir haben noch hier ein kleines Kohlekraftwerk mit 3 Gigawatt Leistung. In Holland haben wir zwei zentrale Punkte mit Offshore-Wind- und Gaskraftwerken. Und dann haben wir in Süddeutschland auch noch ein bisschen was. Da ist auch noch ein Gaskraftwerk aktiv. Und dann haben wir noch Verbraucher. Das sind diese orangen Icons. Einmal Städte, in dem Fall jetzt hier Region, ja, ich sag mal Großraum München, Stuttgart, Süddeutschland halt, mit 32 Gigawatt Leistungsbedarf. Und dann die Industrie mit 7,4 Gigawatt, hier diese Industrie in Grau, die hat immer noch keinen Bedarf. In Norddeutschland haben wir auch nochmal 36,4 Gigawatt Leistungsbedarf und in Holland entsprechen die Städte als Verbraucher 8,3 Gigawatt jeweils. Des Weiteren sieht man jetzt noch die Stromleitungen, also die Übertragungsnetze, die Punktebewegung signalisiert, in welche Richtung der Strom fließt, also mit hauptsächlich von Norddeutschland nach Süddeutschland oder über die Niederlande, Belgien, Frankreich, also grenzüberschreitend nach Süddeutschland. Die Farben signalisieren die Last auf diesen Stromnetzen, also hier diese Nord-Süd-Leitung hat also eine Last von 88%, wir haben zwei Leitungen, die man hier sehen kann, mit einer Belastung von 88%, währenddessen der Fluss von Norddeutschland über die Niederlande Frankreich, zurück nach Süddeutschland, Bereich von ungefähr 70% Netzlast liegt. Gut, dann wollen wir jetzt mal starten, mal gucken, was passiert. Es ist ein Problem aufgetreten. Wir haben jetzt also 8 Uhr morgens. Die Industrien fahren in Betrieb hoch, haben natürlich dadurch einen steigenden Strombedarf. Und jetzt stellen wir fest, dass wir eine Überlast im Netz haben. Also das heißt, wir sollen nun die Kraftwerke, die wir regeln können, so anpassen, dass wir die Überlast im Netz ausgleichen. Also schauen wir uns das mal an, was jetzt passiert ist. Also wir sehen jetzt hier unten, die Industrie hat ihren Bedarf, oder hat jetzt auch Strombedarf, 2 Gigawatt. Das heißt, wir haben jetzt eine Unterdeckung. Das sehen wir einmal daran, dass hier oben links in der Ecke die Netzfrequenz gesunken ist. Wir müssen ja erreichen, dass die Netzfrequenz bei 50 Hertz liegt, plus minus 0,2 Hertz. Das ist noch der Toleranzbereich hier, dieser grüne Bereich. Dort liegen wir jetzt deutlich drunter. Das Icon hier drunter, der CO2-Gehalt spielt jetzt hier in diesem Szenario eine untergeordnete Rolle. Das ist einfach der Strommix mit einem moderaten fossilen Anteil. Also wir werden sehen, wir haben jetzt eine Überlast im Netz.
Und diese Überlast führt jetzt dazu, dass diese Stromleitung Nord-Süd bei 113% liegt. Hier innerhalb von den Niederlanden auch nochmal 125%. Das ist natürlich nicht im Sinne der Netzstabilität. Da droht also ein Netzausfall. Was wir tun müssen, ist also diese Unterdeckung des Strombedarfs. Das heißt, wir haben zu wenig Leistung im Netz. Deswegen ist die Netzfrequenz auch gesunken. Man sieht auch hier 2 Gigawatt Leistung fehlen. Wie können wir das ausgleichen? Das Einfachste ist natürlich auch, um dieses Stromnetz zu entlasten, dass wir hier in Süddeutschland das Gaskraftwerk anpassen. Das wollen wir jetzt mal machen. Das heißt, man klickt da drauf. Ja, gut, das sollte relativ einfach sein, dass wir hier nun auf zack 33,3 Gigawatt sind. Jetzt haben wir das erste Zwischenziel schon erreicht. Diese überlasteten Nord-Süd-Leitungen sind also ausgeglichen. Das erste Teilziel ist erstmal erreicht. Das ist schon mal wunderbar. Gut, jetzt haben wir aber das Problem, dass wir immer noch einen Überlast in den Niederlanden haben. Das heißt, jetzt müssen wir auch dort gegensteuern. Was machen wir? Wir sehen, der Stromfluss ist von Nordost nach Südwest Holland. Das heißt auch, um hier die Last zu reduzieren, die Überlast zu reduzieren, nehmen wir uns dieses Gaskraftwerk. Auch das können wir natürlich regeln. Das hat auch noch Potenzial. Auch dort fahren wir die Ausgangsleistung hoch. Naja, und dann ergänzen wir einfach 200 Megawatt, sind bei 8,7 Gigawatt Ausgangsleistung. Und auch nun haben wir es geschafft, dass hier jetzt keine Überlast mehr ist. Wir sind bei 97 Prozent alles erstmal aus Überlastsicht in Ordnung. Na gut, jetzt haben wir noch das Problem. Wie gesagt, wir haben die Netzfrequenz noch nicht ausgeglichen. Wir sind immer noch unter 50 Hertz, also außerhalb des Toleranzbereichs. Das heißt, wir müssen nun weitere Anpassungen vornehmen. Man sieht es hier, wir haben 700 Megawatt zu wenig. Na gut, das passen wir auch an, indem wir dieses Gaskraftwerk hier noch weiter anpassen. Fahren wir das hoch auf 9,4 Gigawatt. Die Bilanz ist ausgeglichen. Man sieht, wir sind hier mitten in den 50 Hertz. Alles ist in dem Bereich, den wir haben wollen. Prima. So, gucken, was jetzt passiert. Also, das Problem haben wir gelöst. Jetzt natürlich die Frage hinsichtlich der Netzsicherheit. Was passiert oder was würde passieren, wenn einzelne Leitungen ausfallen? So, das ist dieses sogenannte N-1-Prinzip. Das heißt, wir sollen uns jetzt mal angucken, was passiert, wenn wir jetzt die östliche der beiden Nord-Süd-Verbindungen einmal abschalten würden. Das heißt, wenn jetzt hier irgendwann durch einen Sturm oder einen technischen Defekt diese Leitung ausfällt, was passiert dann? Wir können einfach draufklicken. Dann haben wir natürlich sofort ein Problem im Netz. Wir haben zwar immer noch 50 Hertz, aber die Leitungen sind alle überlastet. Man sieht sofort, alles springt direkt in den roten Bereich. Schalten wir die Leitung wieder an. Alles wieder wunderbar. Gut, also jetzt aber die Aufgabe, die nun kommt, ist, wir sollen diese Leitung abschalten und dann das Netz stabilisieren, damit wir halt dieses N-1-Prinzip erhalten. Testen wir das mal. Also, das ist alles wunderbar. Hier ist es nochmal erklärt. Das heißt, wir wollen jetzt diese N-1 Bilanz haben. Wir sollen jetzt diese Ausgangsleistung des Kohlekraftwerks und des Gaskraftwerks hier anpassen, damit diese Überlast, die wir hier haben in diesem Bereich, bei maximal die Last der beiden Verbindungen Nord-Süd bei maximal 60% ist. Wie tun wir das? Oder wie erreichen wir dieses Ziel? Na, das erreichen wir dadurch, wir sehen, der Stromfluss ist von Nord nach Süd. Das heißt also, wenn wir im Norden Leistung verringern und im Süden Kraftwerksleistung ergänzen, dann wird diese Überlast reduziert. Also machen wir das mal, wir nehmen das Kohlekraftwerk hier oben, reduzieren hier mal um 1 Gigawatt, ergänzen jetzt hier unten im Süden. Man sieht jetzt ja, wir haben jetzt nämlich 1 Gigawatt zu wenig Leistung, die Frequenz ist unter 50 Hertz. Also packen wir oben mal wieder 1 Gigawatt drauf. Man sieht, die Lasten oder die Belastung verringern sich in den einzelne Netzabschnitten. Wir sind jetzt hier bei 82%, das reicht noch nicht aus. Ja, dann reduzieren wir oben bei dem Kohlekraftwerk weiter die Leistung, wieder 1 Gigawatt weg. Und ein Gaskraftwerk kann ein weiteres Gigawatt vertragen. Ja, 69%, das Spielchen treiben wir nochmal. Ziehen wir hier nochmal 500 ab. Machen wir nochmal 500 Megawatt drauf. Das reicht immer noch nicht. Dann schalten wir es mal auf 200 und das hier unten. Kommen wir nochmal 300
drauf. Wunderbar. Also, das heißt, was haben wir jetzt erreicht? Wir haben jetzt hier oben das Kohlekraftwerk auf 200 Megawatt runtergefahren von 3 Gigawatt. Also schon eine starke Reduktion natürlich. Umgekehrt muss das Gaskraftwerk hier unten in Süddeutschland nun natürlich deutlich mehr Leistung ins Netz einspeisen. Wir haben dadurch erreicht, die Netzfrequenz ist bei 50 Hertz. Alles wunderbar. Und wir sehen, wir haben jetzt auch hier diese Netzlast auf unter 60% gebracht. Das heißt, nun im Fall einer Störung ist das Netz in der Lage, diesen Ausfall zu kompensieren. Also diese N-1-Sicherheit erreicht. Können wir mal testen, ob wir die jetzt hier ausschalten, dass jetzt alles in Ordnung ist. Also testen wir das mal. Dann jetzt ausschalten. Wunderbar. Also wir sind jetzt hier bei 87%. Der Strom verteilt sich natürlich aus Norddeutschland. Fließt weiterhin auch über die Benelux-Staaten und Frankreich nach Süddeutschland. Und diese eine verbleibende Leitung bleibt bei 87%. Also auch dort kein Überlast. Wir haben kein Risiko, dass das Netz im Falle einer Störung ausfallen würde. Das heißt also hier von den 60% auf 87%. Wunderbar. Das heißt also, damit haben wir das erste kleine Szenario, das erste Let's Play geschafft, also stark vereinfacht natürlich. In den nächsten Let's Plays wollen wir uns dann mit den anderen beiden Szenarien beschäftigen, die etwas komplizierter sind. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.